zerstört Pheron für mich. Und meine Golems werden euren Rebellen im Kampf gegen die Walcheres beistehen. Ja, nicht? Nee, komm, ich werde Pheron nicht verraten. Der ist der Gute im Zweifel, du bist das Arschloch, also. Denkt genau nach, Mensch, knurrt Agas. Entweder steht ihr auf meiner Seite oder ihr seid gegen mich. Tja, dann bin ich gegen euch. Agas stößt. Euch zu Staub zermalmen. Wollte ich auch gerade sagen, ich danke dir dafür. Tja, gut, dann sind wir jetzt wohl im Kampf. Ich kann es nicht ändern, es war nicht meine Entscheidung. Er will es so. Machst du schöne Farben für uns, oder was wird das, wenn es fertig ist? Zweimal Feuersturm. Das dürfte dem Raum schon ganz gut wehtun, denke ich doch. Oh, Zahlen. Überall Zahlen. Das ist toll, oder? Agas ist schon schwer verwundet. Oh, ein paar Silbergolems. Ein Silber. Nee. Tatsache, ein paar Silbergolems. Wo kommen die her? Na, Kamerad. Soll ich noch was machen gegen ihn, oder ist er eh schon tot? Naja. Eine kleine Klingenbarriere kriegst du noch. So eine Wohlfühlbarriere, ha? Zack, zack. Tot. Der wäre hin. Kraftquelle? Was? Eine nicht identifizierte? Mächtiges Heiligtum. Ist doch auch nur... Kleriker Grad 6. Ja, wo ist die Kraftquelle? Wo hat der das Ding? Oh, Langbogen plus 6. Ist ja pervers. Nehme ich mit, weil es wahrscheinlich ein Arsch voll Geld wert ist. Hier noch eine tolle Truhe. Was ist denn das alles für ein Zeug hier? Noch mehr Laboraufzeichnung. Oh je, viel Text. Und ein kleiner Schild. Kleiner Schild plus 6. Boah. Das Spiel wird langsam abartig in seinen Zahlen. Und Boni und alle möglichen. Was hab ich nochmal? Großer Schild plus 4. 2 plus 4. Der ist 1 plus 6. Toll, der ist besser als meiner. Geil. Herrlich. Was ist jetzt? Kann's niemand. Bei den Gruben der Hölle. Niemand kriegt die Tür auf, ist ja Wahnsinn. Dann hauen wir sie ein. Na los, haut mit drauf. Darfst auch mitmachen, Elementar. Du haust besonders gut zu. Seht ihr, 17. Ach, da stehen ja noch ein paar Golems rum. Minogons. Schon wieder Sif hier überall. Ist so ekelhaft. Da gibt's halt Hammer der Götter. Oh ja, der tut gut weh. Das passt doch klasse. Ups, gerade hat's einen unserer Freunde gerissen. Aber das dürfte nicht so schlimm sein. Wir haben ja wieder Auferstehungszeug dabei. Dafür ist es ja schließlich gedacht, oder? Hier steht immer noch. Gott, was halten die alles aus? Haben wir es dann gleich? Okay, jetzt haben wir es dann wohl. Wo liegt er denn rum, der Valen? Zepter der Auferstehung. Das Ding hatten wir ewig nicht in der Hand. Na, wo war er denn? Hier war er. Aufstehen, Kamerad. Zack, zack, zack. Komm mit. Ja, toll. Gift. Ich hätte es dann auch gemerkt. Dankeschön. Ja, wir wissen ja, wie man Gift super wegkriegt. Komm her. Mein Gepäck ist zu schwer. So geht es nicht. Immer noch zu schwer? Ehrlich? Nö, nicht wirklich. Gut, das Gift ist hier auch weg, der Giftnebel. Aber jetzt könnte ich doch wirklich mal langsam... Hallo, da ist eine Falle dran. Könnt jemand die mal wegmachen, bitte? Hi, schaut mal. Kuckuck. Na? Ah. Immerhin eher. Na? Oh, gut gemacht. Kann man hier... Ja, man kann hier rasten. Sehr schön. Finden wir hier drin dann endlich mal unseren Preis, die Kraftquelle? Abgeschlossen ist das Ding auch noch.
Sie versuchen es erst gar nicht mehr. Oioioi. Kraftquelle, ah, Tatsache. Extra dicker Raum dafür, oha. Ich glaube, Wählen ist gerade wahnsinnig geworden. Die Kraftquelle strahlt voll leuchtender Energie und pulsiert in einem langsamen, beständigen Rhythmus, so als ob sie von Leben erfüllt wäre. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie eine enge Verbindung zu den Golems auf dieser Ebene hat. Nehmen wir mit. Die wäre jetzt meins. So, dann bringen wir das Ding schnell wieder Ferron zurück. Und dann hätten wir es auch schon wieder. Dann ist die Golem-Insel auch schon fertig. Hat ja lang gedauert, oder? Riesending, muss man schon sagen. Richtig enorm. Ach, hier gibt's doch noch mehr. Die sind nicht automatisch alle tot oder so. Scheiß Fallen überall. So ein Dreck. Es werden immer mehr. Geh weg. Kommt alle her, hier tut's weh. Ach, ist ja pfui. Ist ja ganz, ganz übel. Pfui. Okay, kommen die jetzt auch nach oder stehen die jetzt da hinten rum und haben Langeweile? Die stehen da rum und haben Langeweile. Ja, dann kann ich ihnen jetzt nicht helfen. Da haben sie Pech gehabt. Ja, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um einen Kreis der Heilung mal zu machen. Passt gerade ganz gut, denke ich. Zack. Oh, noch einmal. Sehr schön. Der hat sich immerhin mal gelohnt. Okay, wir haben immer noch die mittlere Tür. Die interessiert mich ja doch auch noch. Eine Ratte. Hm? Das kann ich nicht. Golems gegen Golems hier drin. Oh, das kennen wir ja schon. Ja, die sind eh schon so gut wie tot. Ah, aber eine Kiste. Was ist denn hier drin? Müll. Wir haben das Mülllager entdeckt. Könnt jemand hier diesen Tod in Bodenform vor mir bitte beseitigen, bevor ich reintrete und meine Stiefel kaputt mache? Hallo, kommt niemand? Interessiert sich niemand dafür? Okay, ich kann dran vorbei. Könnt ihr das auch? Nö, dachte ich mir nämlich. Habt ihr davon? Man hat mich gelehrt, dass man erobern muss, um zu überleben. Töten oder getötet werden. Diese Lektion gilt auch noch heute. Ja, entschärfen oder getötet werden. Ihr seid alle so nutzlos. Nein. Wie nein? Mein Angriff hat keine Wirkung. Psst. Schon wieder. Psst. Au. Psst. Nein. nein, einfach nur. Ich lass das da mal. Vielleicht kann Ferron uns damit helfen. Vielleicht ist der da cleverer als wir. Hier haben wir noch den Zipfel zu erkunden. Da waren wir noch nicht drin. Gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Okay, alles klar. Kamerad, hier ist deine Kraftquelle. Können wir dann jetzt gehen? Wie ist es? Habt ihr auch so tolles Zeug in den Kisten? Oder? Ey, 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 ein Helm. Oh, ein Geld. Was bist denn? Helm der Pracht? Boah, was hat der alles? Feuerresistenz, prinzipiellen Licht und ein Haufen Zeug, das auf Benutzung funktioniert. Naja. Besser als kein Helm. Hier hat doch jemand keinen Helm gehabt. Heißt sogar beide haben keinen Helm. Gut, naja, Feuerresistenz braucht sie dann wohl eher. Sie hält weniger aus, würde ich sagen. Zack. Gut, und hier drin? Noch ein Helm? Nee, aber eine Rüstung. Oh, nur ein Bänderpanzer plus 6 Standard. 45er Rüstung. Bisschen schwer. Würde ich doch sagen. War der nicht hier drin? Ach, da hinten ist er ja. Bitte, bitte meine Grüße. Schön, euch wiederzusehen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ja, ich habe die Kraftquelle hier, bitteschön. Ferron streckt die Hände ganz langsam und vorsichtig aus und nimmt das Artefakt von euch entgegen. Seine metallenen Augen leuchten vor Verzückung. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr habt uns den Schlüssel zu unserer Freiheit gegeben. Wir haben euch vielleicht den Schlüssel gegeben, doch die Tür öffnen und durchschreiten müsst ihr selbst. Freiheit kommt niemals ohne Kampf oder Anstrengung. Wir werden sofort mit unseren Vorbereitungen beginnen, um diesen Ort zu verlassen.
Bevor wir allerdings wirklich aufbrechen, wird es noch lange dauern. So müssen wir beispielsweise entscheiden, wo die Reise nun hingehen soll. Vergesst bitte eins nicht, ich brauche noch immer eure Hilfe gegen die Vajrez. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr seid ein wahrer Freund der Golems. Wir werden an eurer Seite kämpfen, wenn ihr eurem Feind entgegentretet. Das ist das Mindeste, was wir für euch tun können. Aber gibt es sonst noch etwas? Erzähl mal was vom Schöpfer, da hinten ist noch eine Tür, da wäre ich gern mal drin gewesen. Der Schöpfer war nicht mehr und nicht weniger als ein mächtiger Magier namens Alsigard. Er kam zu dieser abgelegenen Insel, um in aller Ruhe an der Erschaffung des perfekten Golems zu arbeiten. Wir sind das Ergebnis seiner Experimente. Doch wie ihr sehen könnt, sind wir weit von der Perfektion entfernt. Vielleicht hat uns der Schöpfer deswegen zurückgelassen und Agas die Herrschaft über uns gegeben. Ich weiß nicht, wo der Schöpfer jetzt ist. Um ehrlich zu sein, ist mir das inzwischen auch egal.